Servus, grüß euch, ich bin der René und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie funktioniert's? Seilbahntechnik Spezial. Wir sind heute in Kitzbühel und bevor wir loslegen, darf ich euch die Lena vorstellen. Hi, ich bin die Lena, die Maschinistin von der Wachsstättbahn. Und gemeinsam zeigen wir euch heute den Beruf Seilbahntechniker, seine Tätigkeiten und natürlich auch, wie die Bahn funktioniert. Also viel Spaß! So Lena, wir sitzen jetzt in der Talstation. Warum ist es wichtig, dass wer von euch da im Führerstand sitzt? Also grundsätzlich ist wichtig, dass man natürlich Schneerahmen mengt oder technische Probleme lösen mengt und natürlich auch damit der sichere Fahrbahnbetrieb mit den Gästen gewährleistet ist. So, das heißt, ich kann jetzt mit der Bahn da im Betrieb gehen? Nein, noch nicht. Wir müssen jetzt vorher in so einen Funk und in so einen Sicherheitsrucksack in die Gondel da, damit wir dann beim Auffahren, falls das irgendwas war, ins selbstständig abseilen können und die Gondel aufmachen können. Da ist alles drin. Na passt, dann machen wir das mal. Passt. So, jetzt machen wir noch Funkkontrolle. Das darfst du machen. Perfekt. Wachstätt Dolfe, Wachstätt Strecke, Moment. Wachstätt Dolfe, Verständigung, super. Danke. So Lena, Sicherheitspaket ist jetzt in der ersten Kabine drin. Das heißt, wir können jetzt endlich starten. Genau. Passt, komm. So, als allererstes stellen wir da mal die Betriebsart auf Magazin. Dann bewegen wir da die Weiche und dann fahren wir nochmal im Podest runter. So, wir sehen jetzt da, dass die Weichen in Position ist und schauen wir uns jetzt da außen nochmal an. Passt. So René, die Weichen da oben haben wir jetzt gestört. Das heißt, jetzt können wir mit den Kabinen rausfahren. Genau. So, als nächstes schalten wir die Fernbedienung ein und damit bringen wir die Ketten in Position. Das heißt? Damit wir einen geregelten Abstand für die Kabinen haben. Die Fernbedienung haben wir übrigens mit, falls während dem Beschicken irgendwas ist, dass wir die Bahn jederzeit anhalten können. Dann drücken wir einmal kurz auf Anwurf und dann bringen wir die Ketten in Position. So, als nächstes drücken wir auf Anwurf. Und jetzt gehen da dann die Fehlerinnen weg. Und jetzt können wir wegfahren. So, da herinnen stehen wir jetzt im Schleifenbahnhof. Da haben wir 72 Kabinen und jeweils Platz für 10 Leute. Und bei einer Förderleistung von 6 Meter pro Sekunde bringen wir da knapp 2400 Leute in der Stunde auf den Berg. Bis die ganzen Kabinen übrigens draußen sind, braucht es ungefähr eine halbe Stunde. Und wenn ihr da aufschaut, da sehen wir jetzt die Zacken von der Kette, mit denen werden die Kabinen durch den Schleifenbahnhof befördert. Und da in der Kurve teilt sich das mit dem Abstand ein bisschen auf, damit die Kabinen nicht zusammenstehen. So, das Lässige bei den neueren Bahnen, da passiert alles vollautomatisch. Das heißt, die erste Kabine fährt jetzt da aus dem Bahnhof aus, aufs Hauptgleis. Und wir müssen jetzt nur mehr schauen, dass da bei der Übergabe alles passt. Wenn du da übrigens in Kitzbühel bei der Seilbahn arbeiten willst, dann kannst du das fast mit jedem technischen Beruf. Oder du kriegst ohne Ausbildung und wir bilden die weiter. So, da kommt jetzt die erste Kabine und sobald die Kabine bei mir ist, stellt sie die Seilbahn automatisch ab. So, die Bahn ist jetzt fertig beschickt. Das heißt, als nächstes müssen wir da mit dem Podest wieder auffahren und die Tür zu machen. Wir schalten jetzt bei der Weiche 2 wieder auf Position normal und bewegen so das Hubpodest wieder auf. So, mittlerweile sitzen wir in der ersten Kabine. Das heißt, wir machen jetzt eine technische Kontrollfahrt. Was überprüfen wir da? Unser Blick geht immer aufs Seil auf und auf die Stützen und wir schauen uns da ganz genau, wie der Zustand von den Rollen ist, ob etwas ein bisschen schleißig ist oder spröde und natürlich auch das Seil, wie die Seillage ist. Und wenn irgendwas nicht passen würde, dann würden wir das jetzt austauschen. So, mittlerweile sind wir an der Antriebsstation, das heißt, wir nehmen jetzt die Bahn offiziell in Betrieb. Jetzt rufen wir die Gegenstation an und sagen Bescheid, dass wir umschalten auf den Normalbetrieb. Hallo, schalten wir um auf besetzt. Passt. Danke, ciao. So, bevor wir jetzt im Fahrgastbetrieb gehen, machen wir noch eine Bremsprobe. Das heißt, wir machen jetzt einmal da eine Fahraufforderung, gehen wir einen Anwurf, quittieren also die Fehler weg und gehen auf Abfahrt. Jetzt startet die Bahn und wenn wir 6 Meter erreicht haben, dann machen wir eine Bremsprobe. 6 Meter erreicht, stopp. Die Bremswerte sind okay. Und jetzt können wir in den Fahrgastbetrieb gehen. Wenn ihr euch übrigens für eine der Tätigkeiten da bei Kitschi interessiert, gibt es obendrauf noch einen Haufen Benefits. Das Beste meiner Meinung nach ist, man kriegt eine Saisonkarte für Angehörige, Frau und seine Kinder. Zahlt sie also aus. Mehr Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke! Eine Besonderheit bei der Wachstättbahn ist, dass wir eine doppelte Seilscheibe haben, zwei Seile und jeweils eine Gegenstation unten im Tal und einmal am Berg oben. So, das Rote da hinter uns ist übrigens der Antrieb. Der heißt Brunhilde und hat unglaubliche 1255 PS. Das heißt, das braucht man, dass wir da die ganzen Leute aufbringen.
Und ein Highlight für uns Frierenden im Winter, das erklärt uns jetzt der Rene. Das ist nämlich die Sitzheizung und wie die funktioniert, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Da hinten drin verstecken sie nämlich zwei Stromschienen, die zwei blauen, was ihr seht. Und auf der Kabine oben befinden sich zwei Abnehmer. Das sind sogenannte Schleifkontakte. Und immer wenn wir durch eine Station durchfahren, lädt sie die Sitzheizung in der Station auf und wird dann bis zur zweiten oder dritten Stütze wieder als Wärme an uns auf den Hintern abgeben. Ab der dritten oder vierten Stütze merkt man das dann immer und muss man dann wieder in die nächste Station und dort lädt sie das dann wieder auf. Also eine Sache, die was zu meinen Tätigkeiten in der Fähre gehört, ist, dass ich die Förderwaffen kontrolliere und die Keilriemen. Und da gehe ich her und klopfe einmal meinen Hammer drauf. Und dann greife ich die Keilriemen an und schaue, ob die richtig gespannt sind. Wir haben ja schon ganz oft gesagt, Seilbahnen gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln auf der Welt. Und eine Sache, warum das so ist, ist da der sogenannte Zwangskuppler. Bei der Firma Leitner ist das Ganze nämlich anders. Wenn da jetzt an die Seil das Seil durchläuft und die Kabine kommt und die nicht richtig gekuppelt worden werden würde, dann würde der Zwangskuppler die Gondel, wie schon gesagt, zwangskuppeln. Wenn das passiert, wird die Bahn aber trotz allem automatisch anhalten und sofort stehen bleiben. Wir dürfen also wieder nicht aufs Seil raus. Und deswegen bleiben wir dabei, Seilbahnen, die sichersten Verkehrsmittel auf der Welt. Und so funktioniert die 10 EUB da in Kitzbühel. Und wenn Sie euch für die Tätigkeit da interessiert, dann freue ich mich, dass du mein neuer Arbeitskollege oder Arbeitskollegin bist. So, Freunde, zum Schluss nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir eure Meinung über diese Bahn unten in die Kommentare. Schreibt es vielleicht auch noch dazu, ob euch der Beruf interessiert. Und zum Abschluss dann noch einmal Abo da lassen, Glocke aktivieren und für euch geht es jetzt weiter zum nächsten Video. Wenn ihr euch weiter also für Seilbahnen interessiert, da aufklicken. Für euch in dem Sinne von meiner Seite und ich würde sagen, habe der und Baba, euer Ende. Hadi!